Die Modern Warfare 2 Beta ist zu Ende und nachdem ich jetzt ein bisschen gespielt habe, würde ich ganz gerne mal meine 2 Cents mit reinschmeißen, sagt man ja immer so schön. So, wie fand ich denn jetzt die Beta? Also, um das Ganze mit einem Satz zu beschreiben, ich hatte Spaß, aber es gibt noch ein paar Punkte, auf die ich gerne eingehen würde. Und zwar würde ich ganz gerne mal mit dem ersten Punkt anfangen, und zwar UI-Design und Menü. UI-Design und Menü sind beide noch schlimmer als das, was man in Battlefield 2042 zu Gesicht bekommt. Man braucht ein halbes Studium, um herauszufinden, wo man in diesem Menü oder beziehungsweise Interface überhaupt irgendwas findet. Das ist Wahnsinn. Also du kommst da rein, hast erstmal, wirst mit Werbung zugeklatscht, von wegen bestelle jetzt vor, dann kriegst du Skin XY mit einem Bundle. Da hast noch irgendwelche anderen Dinge, die promoted werden. Dann klickst du dieses Fenster weg, dann suchst du die ganze Zeit, wo kann ich denn jetzt auf Spielen drücken? Ganz links an der Seite ist dann so ein kleiner, wie so eine Art Balken, sag ich mal. Da muss man mit dem Mauszeiger drüber gehen und dann siehst du erst, dass man da auf Spielen klicken kann und so weiter. Das ist wieder so unnötig verschachtelt. Warum macht man sowas? Gib mir doch einfach ein Menü, ganz normal wie bei Isonzo zum Beispiel, ja, wo du dann oben so einen Balken hast im Spiel, wo dann steht Spielen, Einstellungen, von mir aus irgendwie Party oder Social und so weiter und so fort, dann Waffenschmiede, Fortschritt, Herausforderungen, Feierabend, mehr braucht man doch gar nicht. Warum muss ich das jetzt extra schon da alles so ultra verschachteln, dass es absolut ein Studium bedarf, dass man sich da überhaupt irgendwie durchfinden kann, alles suchen muss. Also das UI-Design als solches ist ja nicht verkehrt. Das will ich jetzt gar nicht so schlecht reden, wie es jetzt vielleicht rüberkommt. Aber der Aufbau vom Menü ist wieder eine absolute Katastrophe. Auch so dieses, du willst in die Waffenschmiede rein, klickst auf deine Klasse, dann musst du nochmal mit dem Mauszeiger über deine Waffe gehen und nochmal R drücken, damit du die Waffenschmiede öffnest, um die dann mit Aufsätzen anzupassen. Was soll das denn? Warum so unnötig kompliziert? Geht doch viel einfacher. Naja, wie dem auch sei, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das bei Release des Spiels gar nicht großartig verändern wird. Ich hoffe es natürlich sehr, aber ich weiß nicht, ob die da noch gerade großartig was machen. Was man auch sagen muss, ich hätte mir sehr gewünscht, dass man den Soldaten mal erkennt, ohne dass da wieder irgendwas die ganze Zeit im Bild über dem, vor ihm, links und rechts rumkrisselt und so. Dass man halt einfach den Soldaten mal screenshotten kann, man kann ihn ausschneiden und so für Bilder und sowas. Sowas ist eigentlich immer ganz hilfreich, braucht der Otto-Normalspieler natürlich jetzt nicht. Deswegen ist das jetzt auch nichts, was ich groß an die Glocke hängen will. Trotzdem wäre es ja schön gewesen, wenn man auch hier einfach mal so einen Button hätte, wie bei Battlefield mittlerweile, wo du sagen kannst, UI hat ausblenden. Fertig. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt, und zwar zu den Einstellungen. Mein Einstellungsvideo ist ja schon raus, deswegen halte ich mich bei diesem Punkt kurz. Warum gibt es so viele Einstellungsmöglichkeiten, die keiner braucht? Es ist einfach unnötig. Es ist ein Online-Shooter, die Leute wollen einfach spielen, die wollen sich nicht noch stundenlang mit Einstellungen beschäftigen, was da irgendwie noch so einen minimalen Unterschied macht für 1-2 FPS. Leute, jetzt mal ehrlich, das braucht keiner. Lasst die Leute Schatten, Reflexionen, Auflösungen, Texturen und so Gedönse einstellen, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber darüber hinaus muss man doch jetzt nicht, wer weiß, was alles noch anbieten. Also auch immer dieses, die haben ja sogar schon Zeige mehr an oder mehr Details oder so, dann klickst du da drauf, dann öffnet sich nochmal so ein Reiter mit nochmal 50 Einstellungen gefühlt, wo man sich dann auch fragt, warum brauche ich das jetzt? Lass mich doch einfach spielen, so. Also klar, es ist nicht schlecht, viele Einstellungsmöglichkeiten zu haben, aber man kann es auch übertreiben. Waffen und Gunplay. Die Waffen finde ich cool, sehen cool aus, hören sich cool an, mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen. Die Anpassungsmöglichkeiten gefallen mir auch sehr gut. Das Gunplay wiederum gefällt mir auch gut. Aber es hat Potenzial nach oben, denn die Time to Kill könnte, wie auch viele sich bereits beschwert haben, sehe ich auch so, ein Ticken höher sein, dass man nicht ganz so schnell die Leute down bekommt, zum einen. Und der Headshot-Multiplikator muss unbedingt mal ein bisschen Liebe bekommen, denn es ist auch im Battlefield mittlerweile so. Es macht keinen Sinn, mit Sturmgewehren und anderen Waffen, die nicht Scharfschützengewehre sind, in einem Spiel, wohlgemerkt, mit einem Schuss die Leute über den Haufen zu schießen, auch wenn es ein Headshot ist. Das ist nicht gut. Man sollte Kompromisse eingehen für ein Spiel. Die Realität sieht anders aus. Klar, da kannst du dem auch einen Bauch schießen, der fällt sofort um nach einer Kugel wahrscheinlich. Trotzdem, finde ich, sollte man das bei Scharfschützengewehren belassen. Von mir aus auch bei einer Shotgun, wenn man auf gefühlt 2 Meter Entfernung dem auf den Kopf schießt. Klar, dann ist da ein Matsch. Aber trotzdem, für Sturmgewehre, Maschinenpistolen und so weiter, passt den Headshot-Multiplikator bitte an. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, beim Schießen habe ich gefühlt Erdbebenstärke 9. Das Japan ist da nichts gegen, Alter. Das ist so krass, was du da für Rückstöße hast teilweise. Und das ist ja auch kein Problem, das zu kontrollieren. Da will ich mich gar nicht drüber beschweren. Aber
Muzzle Flash, also hier dieses Ganze, der Rauch, der da rauskommt, dieses, wenn die Patrone rausgeht, hast du so einen kurzen Muzzle Flash und so. Das ist einfach viel zu viel. Du kannst den Gegner gar nicht richtig tracken dabei beim Schießen. Das habe ich ja noch nie erlebt in einem Shooter-Game, dass du auf einen Gegner schießt und während des Schießens löst er sich in Luft auf, weil du gar nicht weißt, wo ist der denn jetzt? Also wenn er dann irgendwie zum Beispiel, du schießt auf ihn und der läuft nach links oder rechts, es ist so schwer, je nach Situation den zu tracken mit deinem Visier und mit deinen Schüssen, weil er einfach gar nicht sichtbar ist. Was das Balancing betrifft, da brauche ich eigentlich noch gar nichts zu sagen. Das ist eine Beta und klar, Shotguns fucken halt ab und ja, die Camper mit ihren Scharfschützengewehren auch. Aber meine Güte, das wird es immer geben. Das hat es auch schon mit dem ersten Call of Duty gegeben und das wird es auch mit dem letzten Call of Duty geben. Da brauchen wir uns den Illusionen gar nicht hingeben. Das wird für immer so sein und das wird sich auch nicht ändern. Es kann mal mehr oder mal weniger auftreten und natürlich abhängig davon, wie ein Spiel entwickelt wurde. Call of Duty wurde so entwickelt, dass alle Spielstile irgendwo gefördert werden, habe ich das Gefühl. Das Campen in Modern Warfare 2 scheinbar ganz besonders und deswegen, ja, die haben ja schon gesagt bei Activision, dass sie das da auch nicht großartig viel ändern wollen. Dann gehen wir noch weiter zu den Karten und zu den Modis. Die Karten, ich habe 4 Stück gespielt, 3 davon waren gut, fand ich ziemlich cool sogar, fand ich gut zu spielen. Eine davon war absolut schlecht, die war auch die größte davon, das ist so eine, die auch in so einem großen Gebäudekomplex, Hotel irgendwas spielt, also nicht Hotel Brandenburg oder wie das eine heißt, das meine ich nicht, sondern das, was so ein bisschen heller ist mit so Sandsteinfarben und sowas. Die Map ist absolut schrecklich, fördert das Campen, man läuft ewig rum und hat gar keine Möglichkeiten, irgendwie relativ schnell mal in Deckung zu kommen. Die Karte könnt ihr von mir aus auch sofort wieder löschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Modis habe ich bisher nur TDM und Herrschaft gespielt, beides coole Modis. Herrschaft gefällt mir mehr, weil das auch so ein bisschen taktischer ist, du musst halt ums Objective rumspielen. Ist halt wie Eroberung, nur ganz, ganz klein. Und ja, das war eigentlich ganz nice. Was mich sehr gewundert hat, keiner hat das Objective gespielt, fast keiner. Als Battlefield-Spieler hat mich das sehr schockiert, dass da keiner on point geht und die Flaggen einnimmt, sondern einfach Herrschaft spielt, als wäre es TDM. Aber gut, das scheint bei Call of Duty irgendwie so das Ding zu sein. Also ich meine, da braucht man ja auch eigentlich gar keine 10 Modis, weil dann könnte man auch einfach sagen, TDM. So, für immer. Und ja klar, Suchen und Zerstören natürlich, ne? Ein absolut geiler Modus, mein absoluter Lieblingsmodus, von früheren Zeiten auch noch. Werde ich auf jeden Fall auch noch spielen, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Deswegen schauen wir mal, wie es da weitergeht. Movement, nächster Punkt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil das Slide-Canceln, dass das unterbunden wurde, einerseits ganz okay, ganz cool für die Leute, die es nicht lernen wollen, können, was auch immer. Allerdings finde ich das Sliden insgesamt komplett nutzlos. Du kannst währenddessen nicht schießen, du kannst währenddessen dich kaum bewegen, du bist super langsam. Es bietet dir absolut keinen Mehrwert in Bezug auf Gameplay und deswegen braucht das auch keiner. Das Sliden in Battlefield ist nice, es geht relativ schnell, du kommst auch schnell wieder auf die Beine und alles. Aber in diesem Call of Duty ist das Sliden absolut unnötig. Es ist einfach drin, um es drin zu haben, habe ich das Gefühl. Und es braucht einfach keiner, weil es einfach nichts bietet, seitdem es halt gefixt wurde. Und ja, die meisten Leute rennen im Taktiksprint und springen um die Ecken. So, das ist eigentlich so dass der Stil des Movements, den es aktuell gibt, außer halt, wenn es Slide-Canceling gibt. Aber das hat sich ja sowieso jetzt erledigt. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Movement gefällt mir eigentlich sonst ganz gut. Der Taktiksprint könnte halt ein Ticken langsamer sein. Ich habe das Gefühl, du läufst da wie Speedy Gonzales durch die ganze Map. Bist relativ schnell von einem Punkt zum nächsten gekommen. Aber ich meine gut, so kann man auch relativ schnell den Kugeln des Gegners ausweichen und schnell in Deckung kommen, ohne sofort getroffen zu werden, ne? Kommen wir zum Lieblingsthema der Call of Duty Spieler und zwar Skill-Based Matchmaking, aka SBMM. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die ersten Runden und am ersten Tag, als ich es gespielt habe, gar nichts von mitbekommen. Als ich dann aber mit dem guten Evex gespielt habe, der nach jeder Runde mit 40, 50 Kills zu 6 Toten oder sowas aus der Runde rausgeht, hatte ich die größten Schwitzer der Nation im Gegnerteam, auch in meinem, außer wir waren jetzt halt alle irgendwie als ein Trupp in die Runde reingegangen und das ist schon hart. Also ich habe das Gefühl, also Skill-Based Matchmaking ist definitiv im Spiel drin, 100%. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass sie, glaube ich zumindest, mittlerweile den Algorithmus so krass angepasst haben, dass man es, wenn man alleine für sich spielt, fast gar nicht mehr mitbekommt. Wenn du dann aber mit jemandem spielst, dessen Skill-Level sehr viel höher ist als dein eigener oder
sehr viel niedriger als dein eigener, werden die Lobbys so zusammengestellt, dass du halt entweder mit sehr viel besseren Leuten spielst und auch gegen sie spielst oder halt eben gegen sehr viel schlechtere spielst und mit sehr viel schlechteren spielst. Spielst du aber alleine oder mit jemandem, der ein ähnliches Skill-Level hat wie du selbst, bekommst du das so gut wie gar nicht mit. Das ist so das, was ich dazu sagen kann und was ich auch so bisher erfahren habe. Bugs und Crashes. Ein paar Crashes hatte ich, nicht viele. Es gibt viele da draußen, die sehr oft und sehr viele Crashes hatten und das Spiel fast gar nicht spielen konnten. Schade für diese Leute auf jeden Fall. Bugs, ja, hatte ich bisher nicht wirklich irgendwas, wo ich sagen würde, nennenswert. Ist mir nicht viel aufgetaucht, außer im Menü das typische Flickern so der Klamotten oder der Waffen, dieses Klippen durch den Operator durch und so weiter, aber das sind halt alles so optische Sachen. Beim Spielen selber ist mir da jetzt ehrlich gesagt noch nichts aufgefallen. Ja, das ist eigentlich so das, was ich dazu sagen kann. Sounddesign finde ich eigentlich ganz nice. Die Footsteps sind ein bisschen sehr laut, könnte man reduzieren, sowohl die eigenen als auch die vom Gegner. Ja, mit Totenstille, mit den Perks, das ist dann auch wieder so eine Sache, wobei Totenstille ja kein Perk ist, sondern jetzt so eine Abschussserie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Es gibt wohl irgendwie ein Geräusch, dass wenn du Totenstille aktivierst, dass das dann trotzdem kommt, so nach dem Motto, du aktivierst das gerade und der Gegner kann dieses Geräusch hören, wo ich mich dann frage, wozu gibt es dann diese Abschussserie oder was auch immer das dann ist. Aber gut, ansonsten finde ich das Sounddesign eigentlich ganz nice. Die Waffen, wie gesagt, hören sich seit langem in einem Call of Duty auch mal wieder richtig schön knackig an, wobei das in den letzten Teilen ja auch der Fall war. Also würde ich grundsätzlich sagen, Sounddesign ist in Ordnung. Ist jetzt nicht mega überragend, wie jetzt bei einem Battlefield 1 zum Beispiel, aber es ist schon gut, es ist schon okay. Für ein Call of Duty ist es vollkommen in Ordnung. Mein Fazit jetzt, da bin ich ein bisschen kritisch, weil es hieß ja durch Tom Henderson und andere Leaker, dass das Spiel 4 Jahre Entwicklungszeit bekommen hat. Also ein Jahr mehr angeblich als die anderen Titel. Ist ja immer so, dass sich die Studios abwechseln, deswegen hast du ja auch mehr Zeit für die Entwicklung, jedes Studio und so weiter. Ja, also nach 4 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir bei der Beta etwas mehr erhofft, weil das Ganze dann doch irgendwo nicht ganz so fertig war jetzt in dieser Beta, wie ich es mir erhofft hatte. Jetzt mag der eine oder andere von euch sofort sagen, ey, es ist nur eine Beta, das wird alles gefixt. Erinnert euch mal an Battlefield 2042. Die Beta kam 3 Monate vor Release und alle sofort mich angeschrien, ja, wie kannst du das so schlecht reden? Das sind noch 3 Monate, das wird alles noch gefixt und das Spiel kommt in einem Top-Zustand raus. Wer heutzutage noch glaubt, dass eine Beta gemacht wird, bei AAA-Studios zumindest, um ein Spiel im Anschluss daran zu verbessern, um Feedback einzuholen, um das Spiel besser zu machen, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Ich kann euch sagen, wofür mittlerweile eine Beta gut ist. Die ganzen Content-Creator wie ich zum Beispiel und die Streamer können das Ganze dann vorab den Leuten zeigen, als einer der Ersten, da kloppt man sich dann immer drum, wer der Erste ist. Und dadurch hast du schon mal zum einen kostenloses Marketing durch die Creator, weil die Leute gehen dann hin und spielen das Ganze und kritisieren oder befürworten dann das Spiel, je nachdem wie es dann ist. Zum anderen hast du dann noch die Situation, dass du für die Beta mittlerweile sogar schon Geld ausgibst, damit du vorab Zugang bekommst, um das Ding vorher spielen zu können. Normalerweise freuen sich Entwickler, wenn jemand die Beta testen will, aus freien Stücken seine eigene Zeit dafür aufwendet und dann das Feedback dazu gibt, was damit nicht läuft und was gut läuft, ja. Das ist heutzutage undenkbar mittlerweile in der Gaming-Industrie. Zum anderen hast du noch die Situation, dass sogar in der Beta schon mit Rewards bzw. mit Belohnungen geworben wird, dass wenn du dann Level XY erreicht hast, du natürlich so einen fancy Waffenskin bekommst, einen Beta-Operator-Skin und keine Ahnung was und so. Das sind die einzigen Zwecke von der Beta, Freunde, glaubt es mir. Das hat nichts mehr mit von wegen Feedback und Spielverbessern zu tun. Also vielleicht noch zu so einem 10-5%igen Anteil, aber alles andere ist einfach nur Marketing, Marketing, Marketing. Die wollen das Spiel so groß verbreiten wie möglich in aller Munde, damit sich das alle kaufen, vorbestellen und der Umsatz am Ende stimmt. Was ist jetzt also mein eigentliches Fazit? Ich rede hier wieder drumherum. Grundsätzlich ist das Spiel nicht schlecht, ich hatte Spaß, ich würde aber trotzdem das Spiel nicht vorbestellen. Ich würde erstmal warten, gucken, wie ist der Zustand, wenn das Spiel rausgekommen ist. Kann man das dann spielen? Vielleicht haben sie ja dann doch tatsächlich alles gefixt, wer weiß. Und dann kann man ja immer noch das Spiel kaufen. Es läuft euch nicht weg, Leute. Scheiß auf FOMO. Das ist nicht so, dass wenn ihr das Spiel irgendwann kauft, ihr dann keine Chance mehr habt, weil alle schon ihre Aufsätze haben und so. Skill-based Matchmaking wird euch sowieso dazu verhelfen, dass ihr eure Kills bekommt und dass ihr dann auch eure Aufsätze bekommt, eure Waffen leveln könnt und so. Ihr müsst nicht sofort das Spiel haben. Macht nicht diesen Fehler. Am Ende ist es eine Katastrophe wie 2042 und dann ärgert man sich. Nicht vorbestellen, warten, wie der Zustand ist. Dann kann man immer noch kaufen.
In diesem Sinne, Freunde, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.